Wolfsburg. Nicht nur Autostadt, sondern auch Kunststadt. Und eben jene Kunst lässt sich schon bei der Ankunft erleben. Neuzugang zweier monumentaler Wandschnitte im Wartebereich. Die Arbeiten entstehen immer in situ, immer am Ort selbst und haben auch viel mit dem Ort zu tun. Es geht mir auch darum, die Energie, die in dem Ort vorhanden ist, mit einfließen zu lassen, die Menschen, die an dem Ort sind, mit einzubeziehen. Und ja, also das sozusagen als energetischen Prozess aufzugreifen. Hauptbahnhof Wolfsburg, Kunstbahnhof. Das ist für mich eigentlich eine schöne Gelegenheit gewesen, mal was auch in einem derart öffentlichen Raum zu machen, der ja von allen möglichen Menschen bevölkert ist und in einer besonderen Situation auf der Durchreise wartend. Also das ist schon, hat sehr viel Reiz für meine Art der Arbeit. So ist der Bahnhof in Wolfsburg nicht nur das Tor zur Stadt, sondern auch eine Brücke zur städtischen Galerie Wolfsburg. Schon seit vielen Jahren übernimmt die Galerie die künstlerische Gestaltung, die den Bahnhof zu einer Kunststation macht. Das Faszinierende an Kunst ist es ja auch, wozu wir auch immer die Besucher, Betrachter und Betrachterinnen ermuntern wollen, sich auch auf dieses Neue, Fremde, mit dem man sich ja vielleicht auch noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt hat, einzulassen. Und in diesem Prozess des Einlassens, ja, stellt man dann sehr schnell fest, dass man auch so etwas sehr lieb gewinnen kann.